Jo, hallo Leute, hier ist aber da euer GravelPDLP. Herzlich willkommen zurück zu AdventureCraft. Wir befinden uns im von mir getauften Dreckstempel. Buddha wird wahrscheinlich mal wieder sehr oft angesprochen werden. Und wir schauen uns das Ganze mal an. Wie gesagt, ich habe schlechte Erfahrungen gemacht mit dem Tempel. Einer von euch hat mir schon geschrieben, ey, ich weiß gar nicht, was der Zitierer hat. Ey, das ist ja voll einfach gewesen, ihr habt den voll easy gemacht und so. Ja, ich bin gespannt, ihr könnt mir dann weiterhelfen, wenn ich keine Ahnung mehr habe. Auf jeden Fall war das nie meine Sache, dieser Tempel. Allein schon hier fängt es an. Da scheint der Boss drin zu sein, ja. Zumindest ist das so ein silbernes Schlüsselding. So, und ich gehe jetzt einfach mal hier hoch. Jetzt müsste ich irgendwo im Grünen landen. Ja, das ist soweit korrekt. Komme ich nicht raus. Jetzt lande ich im Roten, jetzt lande ich im Schwarzen, um letztendlich wieder im Blauen zu landen. Okay, das sind also so kleine Warportale, denke ich mal, mit denen man schneller durch die Map kommt. Ne? Da muss man nicht immer gehen. Also ich werde das jetzt wirklich nochmal von vornherein irgendwie versuchen, so chronologisch und bestmöglichst wie ever geht aufzuziehen. Da gehe ich erstmal noch nicht hin. Ich mache erstmal hier jetzt. Erstmal den linken Weg nehmen. Und ich muss mir auf jeden Fall alles merken. Ne? Also ich hoffe, ihr guckt auch gut zu, weil ich weiß einfach, dass der Punkt kommen wird, an dem ich nicht mehr weitermachen kann, weil ich keine Ahnung mehr habe. Ich weiß, dass dieser Punkt kommen wird. Ich wünsche ihn mir nicht herbei, aber ich glaube, dass er leider kommen wird. Und wenn ihr seht, was sich da noch alles aufbaut, das ist mit Abstand der krasseste Tempel, den ich jemals gesehen habe in einem AdventureCraft. Vor allem auch allein von der Größe her. Zieht euch das doch mal rein. Das ist doch nicht... Da hinten ist übrigens unsere schweiz-österreichische Allianz mit ihrer geilen Fahne oder so. Oder irgendwo hier im Tempel gab es diese österreichisch-schweizer Allianzenfahne oder sowas. Keine Ahnung. Und das sind das hier für Wülstungen, hier so Auswülste. Das sind irgendwie so komische Dinger, weißt du, so die einfach mal aus der Haut rauskommen. Aber nun gut, hier haben wir jetzt das grüne Portal sozusagen. Und hier müssen wir jetzt hoch. Die Musik ist im Übrigen aus der Gerudo Valley, Gerudo, nicht Festung, aus dem, nach dem Geistertempel oder wie er hieß. Ich weiß gar nicht mehr, wie das. Was macht man eigentlich, wenn man da reinfällt? Ey, da kommst du doch gar nicht mehr raus. Da hast du verloren oder was? Bist du dann fertig oder was? Keine Ahnung. So, wir wollen da aber nicht reinfallen. Nach Möglichkeit zumindest nicht. So, und hier sind wir in einem wunderschönen Raum, Leute. Und können direkt uns mal ein bisschen was anschauen. Hier können wir hoch. Wir haben drei Wege. Wir haben da einen Schlüssel. Wir haben hier... Also wir haben da keinen Schlüssel, aber wir haben da etwas, was zu einem Schlüssel führen könnte. Wir haben hier eine Truhe. Dort ist ein Schlüssel drin. Alles klar. So, ich habe nämlich im Kopf das mit den Schlüsseln, da musste man aufpassen hier. Ich hatte hinterher nämlich zu wenig Schlüssel. Und glaube ich die Schlüssel für das Falsche eingesetzt. Aber eigentlich darf es nicht sein. Guck hier, jetzt habe ich schon wieder ein Problem. Jetzt habe ich den Schlüssel irgendwie, weiß der Geier, vielleicht verschwendet. Auf jeden Fall komme ich da nicht weiter. So. Das heißt, da... Aber hier hätte ich auch hochgehen können und hätte da erst das einsetzen können, wisst ihr? Aber das kann doch nicht sein, dass man in dem Spiel die Sachen falsch einsetzen kann. Das darf eigentlich nicht sein. Und sie haben ja auch geschrieben, dass es nicht so ist. Sie haben in der Map ja geschrieben, ja, hier haben wir auch den Schlüssel, ne, wenn ich mich recht erinnere, haben sie geschrieben, dass man öfter mal zurückgehen muss, aber dass man auf jeden Fall immer durchkommt. Ey, Ratte, was geht mit dir? Guck mal, ich mach jetzt One-Hit kaputt, weil ich voll das geile Schwert habe. So, hier haben wir auch noch was. Gucken wir uns das mal hier an. Ja, habe ich leider nicht geschafft. Ist aber egal, denn wir haben einen weiteren Schlüssel gefunden. Und können uns nun hier hochhüpfen. Ich habe aber auch das Gefühl, dass die das extra... Also ich habe so das Gefühl, dass die Map-Ersteller mal etwas schaffen wollten. Also... Ja, etwas machen wollten, was nicht so einfach ist. Ah, das ist nur um den Schalter. Ja, scheint nur um den Schalter auszulösen. Was auch immer er gerade getan hat, ich weiß es nicht. Wir werden es aber wahrscheinlich gleich herausfinden. So, ja, okay. Wir haben jetzt, waren jetzt also an allen drei Ecken. Was wir festgestellt haben, ist, dass eine Tür an dem einen oben... Ist die aufgegangen? Kann das sein? Kann das sein, dass die Tür da aufgegangen ist durch den Schalter? Oder muss ich erst...
Ich gucke jetzt einfach mal nach. Mich interessiert es jetzt. Nee, die ist nicht aufgegangen. Okay, dann gehen wir doch erstmal hier lang. Und gucken uns an, was hier noch so Schönes auf uns wartet. Ey, geh da hoch. Mein Gott. Link. Du linke Sau. So, ich weiß, aber schlecht. Zack. Und hopp, 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 hopp. Uhi. Zwei Goldbarren. Gut. Brauche ich jetzt nicht unbedingt. Ah, jetzt ist die Tür auf. Und da haben wir... Alles klar. Okay, den Raum hätten wir schon mal mit Bravour... Naja, mit Bravour weiß ich nicht. Aber den Raum hätten wir gelöst. Bin ich schon mal froh drum. Denn ich glaube, da habe ich auch länger für gebraucht. Also den Raum... Ich kann mich an den Raum erinnern. Den habe ich aber noch gut gelöst, glaube ich. Also, oder? Keine Ahnung. Ach, die Leute, die die alten Parts ein bisschen verfolgt haben, die wissen es wahrscheinlich. Und die Leute, die nur die neuen verfolgen... Die wissen es nicht. So, dann wollen wir mal gucken. Aber man muss die alten noch nicht gesehen haben. Die waren schlecht. Hä? Hallo? Gut. Und immer muss man überall gucken, ob nicht doch irgendwo eine Kiste versteckt ist. Man weiß ja nie. So, jetzt lass mal gucken. Okay. Jetzt sind wir also hier oben. Und haben Silver Key. Wir haben den silbernen Schlüssel gefunden, Leute. Ja, wenn das mal nichts ist, meine Damen und Herren, wir haben einen silbernen Schlüssel gefunden. Kann ich jetzt hier irgendwie runterspringen vielleicht? Oh ja, nehmen wir die Abkürzung, würde ich sagen. Ja. Ah ja, das schafft. Naja, gut. War wahrscheinlich einfacher, als jetzt nochmal zurückzulaufen. So, jetzt nur die Frage, setze ich den silbernen Key direkt dafür ein, für das silberne, was ich gesehen habe, bevor ich in der Mitte hochgehe? Ja, komm, wir machen das einfach. Das ist eben das. Man weiß nicht, wofür man es einsetzen soll. Soll ich es jetzt direkt dafür einsetzen? Soll ich es nicht direkt dafür einsetzen? Ah, ich hätte auch in das Grüne gehen können. Irgendwann wäre ich zwangsläufig beim Blauen gelandet, ne? Ja, hätte ich machen können. Habe ich aber nicht. Schade. So, ich glaube, ich mache nochmal einen Screenshot hier. So, das war ja die Anlage hier. Da haben wir uns ja... Zack. Für schönes Thumbnail. Vielleicht finden wir noch einen anderen. Man weiß, also ich wusste früher nie, wo ich den Schlüssel genau einsetzen konnte. Wir werden noch mindestens zwei Items kriegen in dem Tempel, wenn sich nicht viel geändert hat. Das wird zum einen, wird es ein Gegenstand sein, der auf ein Lied anspielt, was mal sehr bekannt war oder vielleicht auch noch ist, aber ich glaube nicht mehr so, ich glaube nicht, dass es noch so viele hören, von der Rihanna. Ja, und das andere Item, das haben wir schon im Inventar drin, aber da bekommen wir noch ein zweites von, damit wir richtig heftig übertrieben sind und dann so richtig durch die Welt rushen können. Ja, so wird das alles sein, Leute. Und ganz nebenbei nehmen wir diese meterlangen Fußwege in Kauf. Obwohl wir uns mit dem Teleport-Dingen auch hätten locker flockig teleporten können. Ich verwende den Schlüssel da jetzt eh und dann ist da eh nichts drin oder nur voll der Blödsinn wahrscheinlich. Oh Gott, Leute. Dieser Tempel, der macht mich verrückt. Der hat mich schon immer verrückt gemacht und der macht mich auch jetzt noch verrückt. So, Silberkey. Dann lass mal sehen, was ist da drin? Zack. Geil. An den Raum kann ich mich erinnern. Ja. An den Raum kann ich mich sogar erinnern. Und dieser Raum, mit dem verknüpfe ich keine guten Erinnerungen. Nein. Das tue ich nicht. So. Schön. Das funktioniert also nicht. Aber das. Ich habe gedacht, dass ich mich vielleicht wie bei Zelda, wie im Real Zelda, dass ich mich jetzt so heftig an die Kiste hätte mit dem Enterhaken haken können. Wow! Geil. Ne, nicht geil. So, doch geil. So, hier haben wir die erste Kiste und ein Schlüssel ist drin. Das ist schon mal nice. So, jetzt holen wir uns hier noch die nächste Kiste ab. Da sind Goldbarren drin. Alles klar. Im Grunde ist der Tempel aber, glaube ich, recht logisch aufgebaut. Deswegen... Jetzt gehe ich erstmal da wieder... Erstmal hier wieder zurück, weil ich gerade nicht so gut sehen kann. Nee, stopp jetzt. Bleib ganz, ganz ruhig. So, ja. Grandios. Hilft mir also nicht so viel. Dann muss ich wohl doch erstmal hier lang gehen, um dann, oh mein Gott. Ich lebe noch. Um hier unten hinzugehen. Was mir was gebracht hat? Nix. Gut. Das war gut. Aber hier ist doch noch was. Aha! Sieh mal einer...
Lieber Herr Gesangsverein, mein Gott, das war knapp. Okay, wir sind also nun hier oben. Alter, schreck mich mal nicht. Fuck. Okay, dann geht's hier lang. Die Kiste haben wir. Alles klar. Raum gelöst, Freunde. Ja, ihr seid doch so assi, ne? Das ist ja mal die größte... Alter. Ja, natürlich. Genau. Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Aha. Ich glaube, ich verstehe... Den Raum! An den kann ich mich erinnern! Oh mein Gott! Oh mein Gott, der hat mich so viele Nerven gekostet. Der Raum, der hat mich so viele Nerven gekostet. Oh mein Gott, der hat mich so fucking viele Nerven gekostet, der Raum. Das war der schlimmste von allen, war das. Das war der fucking schlimmste Raum von allen. Ich sag's euch, das war der schlimmste von allen. Aber okay, wir haben gezeigt bekommen, wo wir hin müssen. Und dann würde ich sagen, machen wir hier erstmal einen Cut. Lief also ganz gut, der erste Part in diesem Tempel. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Euer Gravelpit. Tschüss.